Willkommen zurück zu Portal 2. Ich bereite gerade einen Test vor. Für dich, logisch. Für wen sollte ich es sonst machen? Also, wollen mal sehen. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Es gibt keinen Ausgang. Kein Problem, ich mache einen Ausgang. Für deinen Test. Hotel. Gott. LOL. Da, bing. Das wusste ich ja gar nicht mehr, LOL. Nachdem ich den Strahl ausschalten sollte, dachte ich, ich hätte dich verloren. Geil. Ich begann nach anderen Testsubjekten zu suchen, aber ohne Erfolg. Sind immer noch alle tot. Oh, aber ich habe etwas anderes gefunden. Ich habe eine riesen Überraschung für euch beide. Ernsthaft, freut euch schon mal drauf. Bitte nicht. Was? Alter. Keine gute Idee, wirklich nicht. Aber das da eben, wisst ihr, wer das war? Das war tatsächlich einer der Roboter, die man tatsächlich in Portal 2 Koop spielen kann. Und zwar, das war, ich meine Peabody war das, glaube ich. Das. Ja, was müssen wir jetzt hier machen? Oh Gott, jetzt werden auch noch die Gele mit hinein versetzt. Oh Gott. Jetzt wird's heftig. Okay. Das macht der Knopf. Ah, der lässt das Ding hier spritzen. Okay. Und das hier. Mach den Antigravitationsschieber. Warte mal dann. Das geht doch gar nicht so schnell. Oh ne, warte mal. Warte, das ist den Club fahren. Achso, der ist da oben. So, wieso habe ich mir so schwer gemacht? Komm mal her. So. Dich stelle ich jetzt erstmal hier drauf. Na komm. Und dann. Ja. Lol. Oh, guck mal, wie geil das aussieht. Kommt wirklich eigentlich an die ganzen Gele. Okay, gut, kann sein, dass wir dafür schuld sind. Weil wir haben ja... Ja, im alten Aperture hat viel gemacht und dadurch, dass wir entkommen sind, sind ja die ganzen Gele nach oben gekommen. Oder Wheatley hat sie sich geschnappt. Das kann natürlich auch sein, aber keine Ahnung, ob das wirklich wahr ist. Ja. Aus hier. Und dich können wir jetzt hier hinstellen. Und jetzt. Perfekt. Ihr zwei werdet diese Riesenüberraschung einfach nur lieben. Ja, man könnte sogar sagen, ihr werdet sie lieben bis in den Tod. Ihr werdet sie lieben. Bis sie euch tötet. Alles klar, Letty? Ich weiß nicht, ob ihr darauf achtet, was ich euch hier so erzähle, aber... Ja, danke. Verstanden. Ja, verstanden. Also, Wheatley lauert echt großen Müll. Aber was für eine Überraschung. Ist die Überraschung noch schlimmer als die von Klaus? Das wäre natürlich... Kacke. Entschuldigung, mein Fehler. Wow! In jedem Fall glaube ich, er will uns töten. Mach weiter! Ja, das glaube ich auch. Wow. Macht hier alles kaputt. Nur noch drei Kammern bis zur Riesenüberraschung.
Oh, das ist anstrengend. Hm. Drei Turrets. Und, ah, ich kann nicht hingehen. Hm. Auch das hier? Ah. Ich geh erstmal nach da drüben. Das hier ist wahrscheinlich die ganze Soße hier, ja. Ah, sogar mit Timer, ich sehe schon. Ich weiß auch schon was. Da müssen wir die ganze Soße. Wow, wie komme ich da rüber? Ach so, nee, warte mal, ich muss selber erstmal blaue Grütze hin spawnen lassen. So. Jetzt mache ich das nochmal. Aber diesmal mit dem Gel. Seht ihr schon, da hinten brennt schon. Ach du Scheiße. Und jetzt mache ich den hier. Muss ich aber erstmal warten. Lalalala. Sieht irgendwie cool aus mit dem Gel. Und jetzt mache ich den hier. So, Turrets, ich würde mal sagen, lebt wohl. Geil. Ich die aber nicht. Der Fackel hat echt schon alles ab. Wir müssen ihn stoppen. Oh, Mason. Ah, stopp meine an. Ah, wir müssen wieder springen. Dann machen wir das doch mal. Oh yeah. Er ist unerklärlicherweise plötzlich so fröhlich und sollte doch wegen des Testentzugs eigentlich fast irre sein. Und er hat eine Überraschung für uns. Was hat er dort gefunden? Ja. Ich habe hier auch was Cooles, denn sowas sieht man selten. Der berühmte Trick. Ist das nicht geil? Das musste einmal sein. Entschuldigung. Ich stelle mir das doch richtig tödlich vor. Wenn man die Portale über sich und dann kommt man wahrscheinlich auch gar nicht mehr raus. Vor allem ohne diese Freifallstiefel. Das ist schon hart. Ich wette, ihr platzt schon fast vor Neugier wegen der Überraschung. Nur noch zwei Kammern. Uns läuft die Zeit davon. Wir können vielleicht in der nächsten Kammer ausbrechen. Spiel einfach mit. Bitte was? Okay. Überraschung! Wir machen sofort! Ach du Scheiße! Ich habe zwei kleine Roboter gefunden, eigens fürs Testen gebaut. Er meint Atlas und Peabody. Die Kooperationsinitiative entdeckt. Meine Erfindung zum Ausmustern menschlicher Testsubjekte, bevor du geflohen bist. War nichts Persönliches, nur okay. Du hast mich schließlich getötet. Na, stimmt auch wieder. Das ist der Teil, in dem er uns tötet. Hallo, in diesem Teil bringe ich dich um. Mir kam da ein Geist des Westens. Ich donnerte gerade ein paar Stahlplatten zusammen und dachte, ja, die sind tödlich. Aber was fehlt da noch? Viele spitze Teile festgeschweißt an den glatten Teilen. Es ist natürlich noch nicht ganz fertig. Am Ende sollen die Dinger auf dich feuern. Sekunden...
Nein. Mach das nicht. Stell dich hier hin. Nein. Nee. Komm zurück. Okay. Oh, du bist zurückgekommen. Ja, wenn man zurückkommt, dann kommt ja. Komm hier, neue Texte. Mal da in die Grube. Tust du das für mich? Spring da mal runter. Nein. Spring doch mal eben in die Grube da vorne. Die tödliche Grube da. Nein. Du fragst dich bestimmt, warum sollte ich da in die Grube springen? Jetzt rate, wer da unten auf dich wartet. Deine Eltern. Du wurdest doch nicht adoptiert. Da in der Grube warten deine leiblichen Eltern auf dich. Ich hätte es dir schon früher sagen sollen. Mein Versäumnis. Also spring rein, direkt in die Arme von Mami und Papi. Oh, und rate, was noch da unten ist. Deine Eltern und ein Fahrstuhl. Toll, was? Hätte ich dir schon früher sagen sollen, aber egal. Also, ein kleiner Sprung und du findest deine Eltern und den Fahrstuhl in die Freiheit. Nee. Und was gibt es noch Schönes da unten? Ja, genau, ein neuer Overall. Ein ganz schickes Ding, der letzte Schrei aus Paris. Liegt da unten für dich in deiner Größe. Und wenn er zu weit ist, haben wir da unten auch gleich einen Schneider, der ihn für dich ein bisschen enger macht. Na schön, nein. Du dich nicht umzubringen, ja, wenn du zurückkommst. Das kannst du vergessen. Ach, ich denke an die gute alte Zeit, als wir noch Freunde waren. So richtig gute Freunde. Und ich sagte, komm zurück. Und du sagtest, klar, Mann, kein Problem. Und dann kamst du zurück. Wo sind diese Zeiten nur hin? Du warst das, nicht ich. Das ist eine ganz heikle Sache von dir. Ich bin enttäuscht. Oh, ich hab eine Idee. Wow, der Arme! Schön. Mögen die Spiele beginnen. Okay. Das ist mir jetzt nicht passiert. Oh Gott! Wo sind diese Taschen? Ich hab das nicht mehr. Der gerade treibt mich noch im Wahnsinn, dieser Typ. Ich bin enttäuscht. Oh, ich hab eine Idee. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt hier schon ein Portal platziere? Achso. Oh Mann. Das ist ein Idiot. Alter. Oh shit! Bringen Sie dich um. Sie oh mein Gott, die gehen ja gar nicht! Weil wir haben auch die Tonproduktion außer Kraft geschaltet. Vielleicht haben die Türme gelernt, Würgeeisen zu verwenden. Guck mal, der ist sogar noch eingepackt, wie geil. Das wäre Erklärung für das extrem leise Töten, das ich höre. Wenn du im Sterben liegst, aber noch nicht ganz tot bist, stampf einmal mit dem Fuß auf. Wenn du tot bist, gibt's natürlich kein Stampfen. Und zweimal stampfen, wenn du nicht tot bist. Also nochmal zum Mitschreiben. Wenn du im flog dann gerade dein von Kugel durchsiebter Körper aus dem Raum, das war... Oh nein, das waren ja die fehlerhaften Türme. Wow. Das war gar nichts, ich halte immer noch alle Trümpfe in der Hand. Bube, Dame, König, Ass, Full House. Alles Trümpfe. Dabei kann ich gar nicht Karten spielen. Und jetzt neue Geschütztürme, voll funktionsfähig. Ein Mau-Mau-Vierling. Unschlagbar, glaube ich. Glaubst du? Du bist ein Idiot, weil du so ein Ding gemacht hast, was mir hilft. Oh Mann, kann man nur so doof sein. Okay, weiter. Raffiniert, sehr raffiniert. Aber auch dumm. Die Klingelwand. Ist ja, moin. Nein. Fein. Endlich eine Gegnerin, die meinem enormen Intellekt würdig ist.
Mhm. Du mich auch, Wheatley, Alter. Ich will einfach nur raus. Aristoteles, den Stamm eines Todes. Lol. Still halten, bitte. Nicht mehr. Wo steckst du? Oh, Alter. Wo steckst du? Komm zurück. Nein. Ich werde nicht zurückkommen. Ich werde dich zerstören. Und das noch, bevor du hier irgendwas machen kannst. Oh, hat es dich umgebracht? Das wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein. Hallo? Ich muss doch rüberspringen. Oh, ja, alles klar. Ich kam da gerade eine tolle Idee. Bin gleich wieder da. Also nicht sterben, bevor ich wieder da bin. Mhm. Oh, das sind Turrets. Ah, hier. Warte mal, kann ich dann nicht hier eigentlich... Tatsache! Ich kann dich einfach umbringen. Nein! Ich finde das so süß, was die jemand sagen. Schon krass. Okay. Hör mal Ruhe. Oh lol, der springt ja noch rum. What the hell? Springt die ganze Zeit rum? Alter. Alter. Wir sind dann ganz einfach schon näher gekommen. Wir werden dich finden, Wheatley. Noch bevor du irgendwas anrichten kannst, das sage ich dir. Erst ein Jahr Verbrennungsanlage. Das zweite Jahr im Tieftemperaturbereich. Dann 10 Jahre in der von mir geschaffenen Kammer, in der man von allen Robotern angeschrien wird. Und dann töte ich ihn. Das hört sich gut an. Was? Was ist denn jetzt hier? Ja moin, das sind einfach Bomben. Da muss ich hier... Ah, ich muss das hier kaputt machen. Ah. Okay. Das leuchtet mir natürlich ein. Okay. Weiter geht's. Wir werden dich immer noch schon fassen, Wheatley. Vertrau mir. Und es spitzt sich immer mehr zu. Ich kriege das kaum. Das Finale. Sie sieht ein bisschen gefährlich aus. Super, da bist du ja. Hab ich's doch gewusst. Und selbst hier macht er noch alles kaputt, Alter. Bist du eigentlich bescheuert? Ich muss dann mal kurz mit dir reden, wenn's recht ist. Nein. Ich will ehrlich sein, die Todesfallen waren bislang nicht das Gelbe vom Ei. Für uns beide, da gibst du mir sicher recht. Außerdem kommst du allmählich meinem Versteck gefährlich nahe. Versteck? Ja. Jetzt habe ich es zum ersten Mal gesagt. Es klingt vielleicht banal, aber es ist ein angemessenes Versteck für Bösewichte. Düster und tödlich. Und ich will dir nur die Chance geben, dich schon jetzt zu entsorgen, bevor du in mein Versteck eindringst. Du könntest zum Beispiel in den Stampfer da springen. Keine Falle diesmal, eher eine Art Alternativtod.
Klingt verrückt, ich weiß, aber lass dir eins sagen. Sobald du in meinem Versteck bist, gibt es keine Alternativen mehr. Dann gehört der Tod zum Pflichtprogramm. Keine Ach so, du mich auch, ey. Nur du und ich. Und das heißt dann wohl nein. Das... Derjenige, der sterben wird, bist du. Holy shit. Leute. Ich glaube, wir sind angekommen. Wenn ihr das Finale von Portal 2 nicht verpassen wollt, dann schaltet ein, kommentiert, liked das Video und wir sehen uns dann. Ciao.